Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du mit dabei bist. Ich wollte endlich mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben. Das hat jetzt schon ein paar Wochen gedauert, seit das letzte Video rausgekommen ist. Das hat eigentlich zwei Gründe. Einmal bin ich umgezogen und musste relativ viel zu Hause erledigen, renovieren, machen und tun, sodass wenig Zeit für Videos blieb. Auf der anderen Seite habe ich an einem Projekt gearbeitet. An einer kleinen Webseite, sagen wir mal, für X-Plane. Und zwar an einem sogenannten ACARS, ein Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Und was es damit auf sich hat, das würde ich euch gerne heute in dem Video zeigen. So, ich springe jetzt direkt mal in X-Plane rein. Und vielleicht sage ich vorweg erstmal ein paar Worte zum Thema ACARS. Der ein oder andere hat den Begriff vielleicht schon mal gehört. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, es steht für Aircraft Communications Addressing and Reporting System. Und im Prinzip handelt es sich dabei um ein digitales Funksystem, um ein Datenfunksystem, mit dem Flugzeuge, Verkehrsflugzeuge, Nachrichten an Bodenstationen übermitteln können und umgekehrt. Und in der Regel wird es genutzt, damit Fluggesellschaften mit ihren Flugzeugen kommunizieren können. Dazu gehört dann zum Beispiel, dass das Flugzeug Routinemeldungen wie Abflug, Ankunft, Lade- und Treibstoffmeldungen an die zuständige Fluggesellschaft übermittelt und die Fluggesellschaft so ihre Flugzeuge auch im Blick behalten kann. Man kennt diese Nachrichten üblicherweise von den kleinen Zetteln, die die Piloten im Cockpit schon mal in der Hand halten. Die kommen hier, ich zeige das gerade mal, zumindest im A321 aus diesem kleinen Drucker, ähnlich wie so ein Kassenbon, Kassenzetteldrucker. Und die enthalten eben verschiedene Informationen für die Piloten, zum Beispiel über Verspätungen, Wetterberichte oder teilweise sogar persönliche Mitteilungen an irgendwelche Passagiere. Aber dieses System wird eben auch genutzt, um eben regelmäßige Meldungen an die Fluggesellschaft zu übermitteln. Ich blende jetzt gerade mal ein, wie so eine Meldung aussieht. Und da sieht man eben verschiedene Informationen, wie die Kennung des Flugzeugs, in dem Fall N186DN. Dann solche Informationen wie den Startflughafen, den Zielflughafen, den letzten Wegpunkt, den nächsten Wegpunkt, die Flughöhe, der verbleibende Treibstoff, Lufttemperatur, Geschwindigkeit, Wind und so weiter. Alles wichtige Informationen. Was hat das Ganze jetzt eigentlich mit X-Plane zu tun? Erstmal nicht viel. Aber wenn ich auf Wetsim unterwegs bin oder wenn ich in irgendeiner Virtual Airline organisiert bin, dann gibt es meistens irgendwelche Möglichkeiten, Karten, Tools oder irgendwas, um meine Flüge zu tracken und ja, mir anzugucken, welche Flughäfen habe ich denn überhaupt angeflogen, welche Flugrouten habe ich benutzt. Und ja, wenn man sich das in X-Plane anguckt, ich kann ja hier mal gerade die Karte einblenden, dann sieht es ziemlich mau aus, um ehrlich zu sein. Also ich kann hier reinzoomen, dann sehe ich hier, dass ich in Düsseldorf bin, aber wenn ich rauszoome, dann ist das schon der größte Kartenausschnitt, den ich mir anzeigen lassen kann. Und wenn ich jetzt irgendwie von, keine Ahnung, Gibraltar nach Düsseldorf fliege, dann reicht mir diese Karte eigentlich nicht, um meinen Flug auch nochmal nachvollziehen zu können. Und ja, für alle diejenigen, die offline unterwegs sind, und ich weiß, dass relativ viele Wetsim nicht nutzen oder auch in keiner Virtual Airline sind, für die gibt es eigentlich so im Prinzip keine Möglichkeit, wie man seine Flüge nachhalten kann. Und aus dem Grund habe ich eine kleine Website programmiert. Ich springe gerade mal hier auf meine Seite von meinem Blog. Und unter Games X-Plane findet ihr hier X-ARCAS. Das ist die Seite, die erreicht ihr auch, wenn ihr hier oben auf xarcas.threads.de geht. Und ja, im Moment sieht man da nicht viel, es ist auch noch eine Beta-Version und das ist jetzt wirklich die erste Preview, dass ich das mal zeige. Man kann sich hier verschiedene Karten anzeigen lassen. Und ja, im Moment, wie gesagt, keine Flüge drin, aber das ändern wir jetzt gleich. Aber vorab wollte ich noch sagen, das ist eine Beta-Version, hier werden noch mehr Karten dazukommen. Ich habe auch noch nicht alle Airlines eingepflegt und auch noch nicht alle Destinationen. Das kommt jetzt mit der Zeit, aber das werde ich dann sukzessive nachtragen. Ja, und wie funktioniert das Ganze? Man braucht dazu ein kleines Plugin. Das kann man sich hier runterladen. Den Link habe ich hier oben reingepackt.
und den muss man dann installieren. Das muss man dann einfach im Plugin Folder von Xplane entpacken, kann ich aber auch gerne nochmal in einem Video erklären. Ansonsten gibt es auch eine Beschreibung auf der Seite und dann kann ich das hier über XRKs starten. Genau, wichtig ist, bei den Preferences müsst ihr hier oben die URL eintippen. Das ist in dem Fall http://xrcast.preds.de/. Jetzt wird's spannend. modules/xrcast.php. Bei RCAS Server User und Server Passwort könnt ihr eintragen, was ihr wollt. Das wird nicht gespeichert, denn das Ganze soll ja frei nutzbar sein für jeden. Genau, aber wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr im Prinzip hier einen Flugplan aufgeben. Und ich tippe jetzt einfach mal irgendwas ein, also bei Flight Number. Bitte, wenn ihr wollt, dass der die Airline erkennt, dann bitte den ICAO-Code der Fluggesellschaft vorneweg stellen. Dann tippt ihr irgendeine Flugnummer ein. So, und dann kommt hier der ICAO-Code vom Abflughafen, also EDDL für Düsseldorf im Moment. Wir können fliegen, einfach mal nach. Wo fliegen wir denn mal hin? Nach Catania von mir aus. LICC. Und ein Alternate muss man auch hier eingeben, sonst wird das nicht akzeptiert von diesem kleinen Programm. Da gebe ich jetzt einfach mal Frankfurt ein. Ist ja erstmal nicht so wichtig. Und was ganz wichtig ist, bei Aircraft müsst ihr unbedingt auch das Flugzeug eintragen, das ihr verwendet. Dann klickt ihr auf Start XRKs. Und dann müsste hier irgendwann der erste Report gleich auftauchen. Das dauert einen kleinen Moment. Da. So, und hier seht ihr genau das, was ich euch eben schon mal gesagt habe mit dem ACAS Mode, Flight ID und so weiter. Das sind genau die Informationen, die wir uns eben angeguckt haben. Und jetzt springe ich nochmal auf die Webseite. Hier. Und wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, dann seht ihr hier unseren Flug. DLH 12589 von Düsseldorf nach Catania, im Moment am Gate, und der Flieger ist auch hier auf der Karte aufgetaucht an der aktuellen Position. Ich kann mir dann hier auch noch die Flight Details anzeigen lassen, das heißt, ich fliege zum Beispiel hier von Düsseldorf nach da unten, nach Catania. Wir fliegen mit dem A321, aktuelles Heading ist 205, Altitude sind 155 Fuß, also noch am Boden. Speed ist immer inklusive der Wind, des Windeinflusses, deswegen steht da gerade minus 5. Aber im Prinzip ist es das. Und das kann man sich dann hier auf verschiedenen Karten angucken. Also auch da könnte ich mir jetzt die Flugroute angucken. Ist vielleicht auf einer Weltkarte nicht ganz so sinnvoll. Aber genau, wie gesagt, das werde ich noch ergänzen. Und im Prinzip ist es das schon. Also wenn man jetzt fliegt, dann werden die Fluginformationen automatisch übertragen und man kann seinen Flug hier im Prinzip verfolgen. Kann gegebenenfalls auch in der Community gucken, hey, wo fliegt denn der andere gerade? Und ja, das Ganze ist erstmal anonym, so der Plan. Also ich möchte, dass man sich hier, dass man das frei nutzen kann, dass man sich nicht registrieren muss. Ich habe überlegt, ob es nicht trotzdem eine Registrierungsmöglichkeit geben soll. Das wäre dann aber noch ein To-Do für die Zukunft, dass man sich anmeldet und dann kann man sich eben alle seine Flüge auch abspeichern und eben sehen, okay, wie bin ich denn da geflogen, wie sah das aus und so weiter. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Und ja, das ist es im Prinzip, was ich euch kurz vorstellen wollte. Gebt mir gerne Feedback, ob das ein Tool ist, was man gebrauchen kann, was euch gefällt, was euch irgendwie hilfreich erscheint. Oder wenn nicht, was euch vielleicht fehlt. Was wollte ich noch sagen? Genau, wie gesagt, es ist noch nicht 100% vollständig, es ist noch eine Beta-Version, aber probiert es gerne aus. Und wenn ihr irgendwelche Bugs entdeckt, also wie gesagt, Flughäfen sind noch nicht alle da, aber wenn ihr irgendwelche entdeckt, die fehlen, oder Airlines, die noch nicht erkannt werden, dann gebt mir dazu gerne eine Info. Ich werde hier unten in dem Tool unten einen Link einbauen, das direkt zum Support-Forum führt. Da könnt ihr mir dann eure Ideen und Wünsche und Anregungen reinschreiben. Oder einfach hier ins Video
in die Kommentare auch gerne. Dann versuche ich das auf jeden Fall alles zeitnah umzusetzen. Ja, und das soll es für heute eigentlich schon gewesen sein. Kurzer Ausblick noch. Video zu den zur Phraseologie Teil 2 ist so gut wie fertig. Das wird auch jetzt in den nächsten Tagen rauskommen. Und ich glaube, dann haben wir auch wieder erstmal Diskussionsmaterial genug, weil das relativ komplex wird, das Phraseologie-Tutorial Teil 2, weil ich da versuche, relativ viel abzudecken. Und dann schauen wir mal. Ich habe noch so ein paar Ideen für andere Videos, die in Zukunft kommen sollen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das ganze Thema interessiert. Und ja, dann hoffe ich, euch bald hier auf dem XRKs Flight Tracker sehen zu können. Macht's gut, bis dahin, tschüss.